Da stimmt doch was nicht. Wir in Deutschland steigen unter Schmerzen aus der Atomenergie aus. Gehen also Jobs verloren und der Strom, der wird vermutlich teurer. Und was macht Europa? Setzt munter weiter, auch auf Atomenergie. Der Energiekommissar Günther Oettinger, wir erinnern uns, früher war der Mann Ministerpräsident in Baden-Württemberg. Oettinger hat heute in Brüssel den Klimafahrplan der EU vorgestellt. Damit bald weniger Treibhausgase frei werden, sollen Atomkraftwerke weiter Strom produzieren dürfen. Hä? Bei Ihnen auch, ne? Irgendwie? Fragezeichen? Wir schalten ab und andere dürfen weitermachen. Anlagen wie in Tihange in Belgien, in denen es immer wieder Störfälle gibt. Eine strahlende Zukunft für Europa. In Tihange in Belgien zum Beispiel gab es erst letzte Woche wieder einen Störfall, ein Problem mit dem Kühlsystem. Da werden auch deutsche Atomkraftgegner noch lange etwas zu demonstrieren haben. Denn Deutschland kann so oft den Ausstieg beschließen, wie es will. Die atomare Gefahr bleibt vor der Haustür. Fast ganz Europa plant weiter mit der Atomkraft. Außer Deutschland haben sich nur noch Italien, Österreich und Irland verabschiedet. Belgien plant neuerdings den Ausstieg bis 2025. Und bei diesem Bild kann es auch bleiben, wenn es nach der Europäischen Union geht. Ausgerechnet der deutsche Energiekommissar nennt die Atomkraft einen möglichen Weg. Wenn wir die zentrale Vorgabe der Roadmap, nämlich eine Energiewirtschaft, die 2050 nahe Null CO2-Emissionen erreicht haben muss, alleine in den Mittelpunkt rücken, alleine, dann ist damit Kernkraft vereinbar. Deutsche Atomkraftgegner hatten heute in Düsseldorf Gelegenheit, sich darüber aufzuregen. Pressekonferenz eigentlich zum Thema Atommülltransporte. Die Nachrichten aus Brüssel kamen da also gerade zum richtigen Zeitpunkt. Das ist ein absoluter Irrsinn. Wir sind überzeugt und alle Ereignisse der letzten Jahre weisen darauf hin, dass die Atomenergie ein Irrweg ohnegleichen ist. Und wir gehen davon aus, dass auch in anderen Staaten der Weg, den Deutschland geht, zu einem bestimmten Zeitpunkt auch gegangen werden muss. Altgediente Anti-Atomkämpfer, sie glauben immer daran, früher oder später werden sie sich schon durchsetzen. Es wird eine Frage der Zeit sein, bis das nächste große Unglück geschehen wird. Und spätestens dann wird Schluss mit Atomkraft sein. Der deutsche EU-Kommissar, er hat reichlich Prügel kassiert heute aus der Heimat. Obwohl er ja auch den Ausbau erneuerbarer Energien forcieren will und durchaus ehrgeizige Klimaziele vorgestellt hat. Eine verbale Ohrfeige gibt's trotzdem auch von den Grünen. Ja, das ist ein Zickzackkurs sondergleichen. Wir haben in Deutschland den Atomausstieg besiegelt und da ist es völlig kontraproduktiv, dass Herr Oettinger jetzt weiter von dem Ausbau der Atomenergie ausgeht. Der Umbau steht an, wir müssen den Ausbau der Erneuerbaren forcieren und deswegen ist das eine Politik von gestern, die die Grünen unmöglich finden. Aber andere EU-Länder sehen das nun mal anders. Bei einem klaren Anti-Atomkurs wären die Prügel dann vielleicht aus Frankreich gekommen. Den einen bin ich zu kernkraftfreundlich, den anderen bin ich zu kernkraftkritisch. Kein klarer Kurs also. So wird bis zu einem europäischen Ausstieg wohl noch viel Gelegenheit zum Protestieren bleiben. Ja, Atomausstieg, aber bitte nur bis zur Grenze. Welchen Sinn macht das? Unser Blog auf aktuellestunde.de.